Ja, dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, oben im Kanalbild steht Become a Better Biker. Und das ist so das Motto, was ich in diesem Kanal ein bisschen leben würde. Und da gehört für mich auch dazu dann Become a Better YouTuber oder so. Und vielleicht ist einigen aufgefallen beim letzten BMW S1000R Video, hat einfach was gefehlt, nämlich der Dynamikmodus. Das wollen wir heute klarstellen. Und damit herzlich willkommen in diesem Video. Ja, darf eigentlich nicht passieren. Ich muss mich da entschuldigen, ist einfach so, man hat sehr, sehr viel Stress, man hat nicht viel Zeit, muss sich sehr schnell auf dem Bike einstellen, Dinge herausfahren, herausfühlen. Und wenn einem der Verkäufer, der halt super viel verschiedene Bikes hat, dann nicht sofort helfen kann, weil in alten Modellen war der Stecker, um den Dynamikmodus zu aktivieren, noch unter der Sitzbank, dann findet man den halt auch nicht so einfach, denn der ist im Menü versteckt, ganz rechts Einstellungen, dann irgendwo Dynamik und dann nochmal rechts und aktivieren und so. Aber ich habe ihn gefunden, denn ich bin für euch nochmal zu einem zweiten Händler gefahren, mit dem Hintergrund, ganz explizit diesen Dynamikmodus zu testen. Und ich habe mir noch ein Bike rausgesucht mit den Schmiedefelgen, damit ich auch dazu eine Aussage treffen kann. Die Idee war dann, damit das Video nicht zu kurz wird, ich mache so ein Video, wie läuft so ein Videodreh überhaupt ab, ja, als Entschuldigung. Lief richtig gut, bei der Szene hier. Ist mir dann halt war vermutlich der Mikrofonstecker von der GoPro rausgeflogen und man hört leider nichts mehr. Deshalb müsst ihr es leider nachvertonen, aber ich kann euch auf jeden Fall nochmal, weil da eine schöne kurvige Strecke ist nach St. Johann hoch, in der Nähe von Bad Urach ist das, ein viel besseres Feedback nochmal zur BMW geben, was hoffentlich gut bei euch ankommt. Zum ersten, zum Dynamik Pro Modus. Wie gesagt, man muss nichts tun, das Bike braucht einfach das Dynamikpaket, dann ist der Modus da. Dann könnt ihr das aktivieren. Euer Bike hat im ersten Gang 20% und im zweiten Gang 10% mehr Leistung, die brutal gut spürbar sind. Absolut. Und man kann ihn einfach so aktivieren. Ihr habt darüber hinaus dann die Möglichkeiten, noch in dem Menü einzustellen, wie ihr was haben möchtet. Also Wheelie-Kontrolle ganz aus auf Stufe 1, 2 oder 3 und ebenso für Engine Brake und wie stark die Traktionskontrolle regeln kann. Also, ihr könnt alles getrennt voneinander einstellen. Es ist nicht so krass wie im Menü von der S1000 Doppel-R, aber es ist immer noch sehr gut, Stand der Technik und alles getrennt, was ich wirklich wichtig finde, denn nur so macht Elektronik Sinn, wenn sie mir nichts so bietet, sondern mich nur, im Englischen würde man sagen, enabled, also wenn sie mich befähigt, was zu tun, ohne mich einzuschränken. Wie gesagt, wenn man dann den Dynamikmodus aktiviert hat und auch die volle Leistung aktiviert hat, dann habt ihr schon gesehen, an der einen oder anderen Stelle, das Vorderrad wird dann relativ schnell leicht, auch bei der BMW, denn das Bike kommt wirklich so sauber aus den Ecken raus und ich bin dann eine Kurve mal im zweiten Gang gefahren und bin sie dann mal im ersten Gang gefahren. Einfach ein Gefühl zu bekommen, wie gut der Motor geht. Und der Motor geht wirklich fantastisch. Und ja, es klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd so, aber er geht halt besser als meine Tuono mit der blöden Auspuffklappe. Die war halt so störend, dass die Leistung gefehlt hat. In der Zeit zieht eine BMW mit nominell 10 Newtonmeter weniger tatsächlich davon. Und das soll auch so ein bisschen die Antwort sein auf, ja, wie emotionslos das Motorrad ist. Ui, das krabbelt was aus dem Auspuff. Übrigens, funny story so nebenbei, auf dem Weg zum Händler ist an mir eine Tuono vorbeigefahren, auf der Autobahn war es und ich sehe ihn von hinten ankommen, da ist er auf 80 beschränkt gewesen. Ich habe das Fenster runtergemacht, Arm raus und mache dann so. Und er dreht das Ding halt im Begrenzer rein, schaltet danach ein paar Gänge runter und gibt Gas. Da habe ich dann schon kurz fast ein bisschen geweint, als ich den Klang der Tuono hatte, auch eine Akra-Anlage drauf. Göppinger Kennzeichen, falls du das siehst, liebe Grüße an dich.
Super geil, ich habe mich so gefreut, hat so geil geklungen und ich wurde ein bisschen wehmütig, denn ich liebe die Tone wirklich, aber die Klappe hat versaut und die BMW geht dann aus der Kurve tatsächlich ein bisschen besser. Ja, man fährt vielleicht einen Gang niedriger, also ich bin diese ganze Strecke eigentlich im ersten und zweiten gefahren, klar auch mal ein bisschen höher geschaltet, einfach um zu testen, aber im ersten und zweiten hat sie sich wirklich wohlgefühlt und war super geil zu fahren. Auch so Szenen, wo ich dann mal ein Auto so kurz snack. Ja, das sind so Alltagsszenen, wo ich eigentlich versucht habe, im Video dann nebenher zu kommentieren, dass das, denke ich, ganz brauchbar ist, weil man da sieht, wie gut das Motorrad eben tatsächlich geht in Realität, im echten Leben, so wie man es halt vielleicht an einem Wochenende im Schwarzwald, Harz, Odenwald, wo auch immer antreffen würde. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist das Dynamikpaket, wollte ich sagen. Es sind aber die Schmiedefelgen und es ist nicht so viel Gewicht, was die einsparen, aber wie gesagt, das sind ja ungefederte, rotierende Massen. Das zählt ja doppelt und dreifach das Gewicht. Und boy, oh boy, das merkt man tatsächlich. Ich habe es im Video dann kommentiert. Ich blende die Szene noch ein. Ja, ich wollte die Kurve, die Linie treffen, habe sie aber wirklich nicht getroffen. Nicht, weil das Bike unpräzise war, sondern weil die viel zu leicht eingelenkt ist. Also ich habe halt mit der Kraft, die ich in eine Richtung dann gegeben habe, war, glaube ich, eine leichte Rechtskurve, war halt einfach irgendwie zu viel. Wo ich wusste aber vom Gefühl her, von der Tohono her, das würde jetzt passen. Heißt, sie lenkt wirklich deutlich leichter ein und lenkt wirklich gut ein. Ob es den Aufpreis wert ist, ich kann es euch nicht sagen. Es hat sich wirklich besser angefühlt. Auch, ich habe immer wieder diese Drehübung gemacht, so kurz rausfahren, wieder auf die Straße zurückfahren. Der Hand vom Lenker, alles gar kein Stress, geht ein bisschen rein. Ne, also du kannst es super gut Auch so Sachen fühlen sich dann unfassbar leicht an und das war so leichtgängig, das war leichter als mit der Streetie, die hier steht. Ja, überraschend, wirklich überraschend, wie gut es dann funktioniert hat. Was ich noch sagen will im Video, ist das Thema Bremsen. Auch da habe ich mit dem Händler unterhalten, dem Max von AHG, super kompetenter Typ. In Ehningen sitzen die. Und Thema Hayes-Bremsen, Hayes und Brembo. Da gab es wohl Probleme und das Problem war, dass die Hayes gesuppt haben. Heißt, die waren nicht mehr ganz dicht. Warum? Das sind keine Monoblocks, das sind gefügte Bremssättel und an der Fügenaht auf der Rückseite, wenn das Bike wo längere Zeit stand, mit Temperaturschwankungen, dann also im Winter, hat sich die Fügenaht wohl ein bisschen geöffnet. Da gibt es irgendwie was, um das zu reparieren und so, dann funktionieren die auch und er sagt auch, ist eigentlich gar kein Stress, die benutzen andere auf der Rennstrecke, aber ich würde, wenn ich mir so ein Bike holen würde, wirklich darauf achten, dass ich die Brembo Monoblocks habe. Und zwar sind es die Brembo M432, die da drauf sind. Da passiert sowas halt einfach nicht. Auf der Doppel-R sind, glaube ich, Nissins verbaut sogar, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Zumindest die Bremspumpe ist dann von Nissin. Und die Bremspumpe oben ist eben auch von Brembo. Und ja, das ist Meckern auf einem hohen Niveau, aber man wird es halt nicht bereuen. Vor allem denke ich auch dann irgendwann mal im Wiederverkauf, würdet ihr das dann im Zweifel spüren, hättet ihr dann doch die Brembo-Anlage drauf. Thema Sitzposition. Das erste Bike, was ich gefahren bin, da habe ich glaube gesagt, man ist super integriert oder sowas. Ja, also ich glaube, hier ist auch der niedrige Sitz drauf, muss ich nachher nochmal fragen. Man hockt ganz krass integriert in das Motorrad. Das war der niedrige Sitz, safe. Bei der jetzt war es der normale Sitz, dann geht es nur noch hoch und M oder sowas. Und der Sitz war besser zum sportlichen Motorradfahren, aber ich habe sofort ein bisschen Zug im unteren Rücken gehabt und habe es deutlicher im vorderen Schulterbereich, im vorderen Delta irgendwo gespürt. Da sitzt man dann doch sportlich orientierter als bei der anderen. Bei der anderen hätte ich jetzt wirklich wahrscheinlich, ich kann mich nicht genau erinnern, vermutlich den Lenker einfach so gelassen, wie alles ist.
bei der mit dem höheren Sitz dann würde ich vielleicht den Lenker höher legen oder sowas. Also für mich jetzt, wenn man halt ein bisschen touristischer fahren will und nicht immer nur ballern. Denn man muss auch bedenken, sportliche Fahrposition heißt halt, ihr müsst euch mit dem Rücken halten. Wenn ihr es nicht macht, dann bringt euch die ganze Fahrposition nichts. Aber wenn ihr Bock habt, machen wir gerne mal ein Video über Motorradergonomie. Dann haut es auf jeden Fall unten gerne in die Kommentare. So, alleine dafür, dass ihr den Elan gefunden habt, da noch hinzugehen, würde ich euren Daumen hoch gerne nehmen, wobei es ja auch ein bisschen gelogen ist. Da stand auch eine M1000R und ich will auch das Video zur GS machen und dann muss man einfach mal zum Händler fahren, um das klar zu machen. So ein Bike kann man ja auch nicht jemand aus dem Internet einfach so anvertrauen. Aber freut euch, es wird irgendwann im Sommer, wenn ich die Zeit dann finde, ein Video zur M1000R kommen. Und zu S1000R muss man eigentlich Folgendes auch noch sagen. Gut, das hat Bock gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Und ansonsten bis zum nächsten Video.